Guten Morgen! Hallo, ihr Lieben! Ja, ich bin immer noch, ehrlich gesagt, total voll Energie. Ich sehe super aus, gell? Das hat aber auch seinen Grund. Von dem Gratis-Coaching gestern. Es war so toll und es hat so viel Freude gemacht. Vor allem, weil auch, hallo Pia, vor allem auch, weil Männer dabei waren. Und ich durfte zwei Männer coachen. Und das hat mich riesig gefreut, dass, ja, dass immer mehr Männer auch bereit sind, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Und das wirklich an sich ranlassen, weil das ist ja schon auch, ja, wie soll ich sagen, keine so analytische Geschichte, was wir hier machen. Und kreieren ist nun mal nicht analytisch. Wenn wir vom Verstand ins Herz gehen und dort die Wahrheit, die Weisheit und das Vertrauen suchen, finden, dann ist es für einen Mann natürlich schon ein Schritt, der ihnen noch mehr aus der Komfortzone rauslockt als uns Frauen, weil für uns sind diese ganzen emotionalen Geschichten, sage ich mal, ein bisschen greifbarer wie für einen Mann. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass auch die Männer dann gesagt haben, ja, ich möchte gerne ein kleines Coaching von dir haben, ich möchte sehen, wie das ist. Und das war, also das war großartig. Und ja, und dann freue ich mich, warum habe ich diese Meditationskappe hier auf? Erstens mal, um zu sagen, es ist wurscht, wie du aussiehst, wenn du was sagen willst, sag's. Es wird wichtig sein. Ich habe von einer ganz lieben Lady, die ich begleiten durfte, eine Rüge bekommen. Ich hätte gesagt, ich würde labern und ich soll das auf gar keinen Fall mehr sagen, weil es so wichtig ist, was ich zu sagen habe. Und ich habe irgendwie mal aus Spaß gesagt, oh, ich könnte hier noch stundenlang rumlabern und ich soll dieses Wort nie wieder benutzen, hat sie mir gesagt. Weil es wäre nicht gelabert, was ich sage und das würde sie so unterstützen und ich würde sie quasi ins Herz treffen, wenn ich so disrespektierlich damit umgehe, mit meinen Worten. Und das stimmt und ich möchte euch das weitergeben, weil wir sind manchmal so unachtsam in dem, was wir die Worte wählen und nicht merken, wie disrespektierlich wir uns selbst gegenüber sind. Und das geht ja natürlich überhaupt nicht. Und labern ist natürlich kein wertschätzendes Wort, wenn ich sage, meine Worte sind labern. Und das stimmt. Und deswegen habe ich mir das zu Herzen genommen und bin jetzt mit absoluter Freude und Begeisterung hier mit meiner Meditationskappe. Und was, warum? Weil ich euch zeigen möchte, wenn ich jetzt hier in das Video schaue, ja, weil wir haben alle so ein riesengroßes Problem mit dem, was ist da draußen und was ist in mir und von innen kreiere ich nach außen und ja, wie kann ich mir das vorstellen und ich kriege da keinen Halt dazu. Und ja, die von euch, die schon meditieren, die schon manchmal viel meditiert haben, die wissen, wenn ich das jetzt aufsetze, ja, dann ist es hier schwarz. Dr. Joe Dispenza sagt, siehst du das Schwarze? Oder er leitet dich an in der Meditation und sagt, spüre die Unendlichkeit des Raumes. Oder in manchen Meditationen geht es darum, fühle den Raum zwischen deinen Augen zum Beispiel. Und wenn du das machst, dieser divergierende Fokus, oder wenn du immer in diesen großen Raum gehst und deine Aufmerksamkeit dann auch wieder in einen Raum in dich lenkst, irgendwann mal merkst du eben, wie du verschmelzt durch das Lenken deiner Aufmerksamkeit einerseits in diese Schwärze, wenn du gerade so eine Meditationskappe drauf hast oder Augenbinde, was weiß ich, wie das heißt, dann merkst du, dass da nichts mehr ist. Und dann gehst du aber wieder mit deiner Aufmerksamkeit irgendwo an einen Punkt in deinem Körper
und stellst dir eben diesen Raum vor, der in deinem Körper ist und der aber wieder ein Raum in deinem Raum ist. Und wenn du das lange genug machst oder auch lange genug übst, dann musst du es nämlich gar nicht mehr lange genug machen, dann kriegst du dieses Gefühl, dass du eigentlich dich sozusagen im Raum auflöst und mit diesem Raum, also mit dieser Schwärze oder mit diesem Feld, des Seins, mit dem Feld des Bewusstseins, dich verbindest. Und dieses Gefühl zu bekommen, in diesem Gefühl heimisch zu werden und in dem Gefühl heimisch zu werden, dass du eigentlich nichts und niemand und auch an keinem Ort bist, das relativiert dein Sein komplett. Oder wenn ich jetzt hier sitze und dich nicht sehe, und auch überhaupt keinen Fokus drauf habe, dass da vielleicht einer, zwei oder noch mehr, vier, fünf, zehn, hundert vielleicht irgendwann mal, wenn ich das Video auf YouTube poste. Aber ich entscheide, ob meine Aufmerksamkeit jetzt hier ist, in dem Raum in mir, zum Beispiel in meinem Herzen, und was für eine Emotion damit verbunden ist. Oder ob ich die Aufmerksamkeit auf dich da draußen lenke. Auch wenn ich jetzt diese Meditationskappe abnehme und da reinschaue, da sehe ich nur mich. Ja, da ist nichts. Da bin ich, da ist ein Bild von mir. Aber wenn ich das jetzt hier wieder runternehme, bin ich auch immer noch hier oder ich bin auch nicht hier oder ich bin sichtbar oder ich bin nicht sichtbar. Oder das Leben da draußen ist nicht sichtbar. Also, was ich damit sagen will, es ist völlig, ich kann entscheiden, auf was ich mir den Fokus lege, weil der Fokus generiert die Emotion, das Gefühl in mir. Und wenn ich jetzt Angst habe, mich zu zeigen oder auszusprechen, was meine Wahrheit ist, weil ob ich es ausspreche oder denke, ist übrigens völlig egal, weil das, wovon du überzeugt bist, was du glaubst, was du glaubst, wie Dinge funktionieren, was du glaubst, wie Dinge sind, das ist ja das Essentielle, was hinterher sich materialisiert. Also, wenn du immer mehr lernst und verstehst, dass eigentlich deine Aufmerksamkeit, dein Fokus auf das Leben, auf das da draußen, das ist, was in dir die Gefühle erzeugt, dann kapierst du auch, dass du eigentlich vor so Sachen wie zum Beispiel dich zu zeigen oder in der Welt rauszugehen, gar keine Angst haben musst, weil letztendlich entscheidest du, wie du dich dabei fühlst, wie du damit umgehst. Und wenn du diesen Switch mal kriegst, dann wirst du sehr, sehr viel mutiger und erlaubst dir nicht mehr, dass dir die Vorstellung dessen, was andere Leute über dich denken können, dich davon abhalten, Dinge zu tun, jemand zu sein, als jemand zu handeln, der du gerne wärst, aber dich nicht traust, weil was sollte XY 1, 2, 3, 4 von dir denken, wenn du das tust. Und das sind diese riesengroßen Bremsen. Und wenn du eben immer mehr deinem Körper beibringst, wie der Dr. Joe Dispenza sagt, als Instrument des Bewusstseins, was die Wahrheit ist, wer du wirklich bist, was da eigentlich drin ist, was passiert, wenn du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit lenkst, was auch in deinem Körper passiert, wie du Energie für dich gewinnen kannst, so Kreation und Restauration, dann verstehst du, dass du es dir eigentlich nicht mehr erlauben kannst, dich im Außen zu spiegeln, zu denken, was ist im Außen, was macht es im Außen, wer ich bin, sondern einfach nur aus dir heraus zu fühlen, was möchte ich sein, was möchte ich tun, wie möchte ich leben. Und diese Bremsen zu löschen. Deswegen ist diese Meditationspraxis so genial, weil du
dann langsam spürst, weil dein Körper langsam spürt, dass er eben nicht sein Körper ist, dass er niemand ist in der Gesellschaft und dass er auch an keinem Raum oder auch an keinem Ort eigentlich wirklich ist, sondern jeden Moment einfach dorthin gehen kann, wo er sein möchte. Und wenn du krank bist, dann ist es einfach sowas von essentiell, dass du dich nicht an deiner Krankheit spiegelst, identifizierst und deine Persönlichkeit ausrichtest, sondern dass du eben dorthin gehst, wo du sein möchtest, als gesunder, aktiver, agiler Mensch. Und das lernst du eben, wenn du sagst, gut, weg mit dem allen da draußen, meine Kreationsfähigkeit, meine Vorstellungsgabe, die ist hier drin. Wie will ich mich fühlen, wie will ich denken und wie will ich handeln? Wer will ich sein? Und mit diesem Bild, mit diesem Gefühl verbindest du dich. Solange du das kannst, bis du das üben kannst, dass du das auch mit offenen Augen schaffst, wie ich jetzt hier mit offenen Augen quasi dich anschaue, mit dir rede, aber eigentlich rede ich ja gar nicht mit dir, aber meine Vorstellung, mit wem ich da draußen rede, das liegt ganz alleine bei mir. Und ich entscheide, mit wem ich jetzt spreche und wie ich mich dabei fühle und welche Handlung ich danach mache. Weil ich werde nicht handeln in meinem Leben, wenn ich mich nicht gut dabei fühle. Das geht auf gar keinen Fall. Ich muss irgendwo in einen emotionalen oder in einen Gefühlszustand kommen, in dem ich bereit bin, den nächsten Schritt zu tun. Und ich nehme nochmal so gerne dieses Beispiel, wo wir hier am Wochenende den Wim Hof Workshop hatten und in dem kalten Wasser baden gingen. Wenn ich nicht geschafft hätte, mich gut dabei zu fühlen, da reinzugehen und zu wissen, dass diese Atemübungen, diese Fokusübungen, die wir vorher gemacht haben, absolut ausreichend ist, dass ich mich wohlfühlen kann in diesem eiskalten Wasser, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Und so muss ich das mit allem machen, was ich möchte. Wenn ich jetzt dir anpreisen möchte, dass du in meine Akademie kommst und wirklich dein Leben veränderst dorthin, dass du glücklich bist und dass du dich wohlfühlst, dass du keine Sorgen mehr hast und dass du eben, wenn du diesen Gefühlszustand erreichst, gleichzeitig Gesundheit erreichst und auch finanziellen Wohlstand, weil du das aus dir heraus kreierst. Und wie das geht und wie du das üben darfst und wie du diese einzelnen Schritte in diese neue Persönlichkeit gehen darfst, indem du neue emotionale Gefühlszustände für dich kreierst, und zwar im Innen. Und das ist eben das, was ich auch schon lange erzähle, wo Dr. Joe Dispenza jetzt auch schon sagt, mit offenen Augen. Weil wenn du weißt, wer du bist, dann lässt du dich nicht mehr aus der Ruhe bringen, bloß weil du gerade etwas siehst, was nicht dem entspricht, was du möchtest. Weil du etwas hörst, was nicht dem entspricht, was du möchtest. Weil du etwas liest, gerade im Facebook. Soll mich das wirklich abhalten, hier jetzt weiterzugehen und die Dinge zu machen, für die ich wirklich brenne? Bloß weil manche Leute das doof finden, dass ich jetzt hier sitze mit einer Meditationskappe und versuche, etwas zu erklären, was für mich total wichtig erscheint? Nee, es hält mich überhaupt nicht davon ab, weil mein Fokus ganz woanders ist. Mein Fokus ist bei den Leuten, die ich erreichen kann und die ich begleiten kann, weil sie schon so lange so viel Zeit verschwendet und verplempert haben mit Angst und Zurückhaltung aus komischen Vorstellungen heraus. Und ich sage halt komisch, sie sind nicht komisch, sie sind antrainiert, sie sind übernommen, sie haben alle ihre Berechtigung, aber sie sind begrenzend, diese Vorstellungen. Und solange du mit begrenzenden Vorstellungen in deinem Leben unterwegs bist, wirst du ein begrenztes Leben leben. Wenn du aber hier lernst zu sehen, dass diese Unendlichkeit da ist, aus der du schöpfen kannst und in der du dich kreieren und entfalten kannst, dann hast du eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Und dann gehst du anders durchs Leben, dann wirst du eben leicht und frei und lässt dich eben nicht mehr irritieren
durch Dinge, die da sind. Dann sagst du, gut, da sind die halt da, aber will ich mich damit abgeben? Nein. Gehst du in deinen Meditationsraum und sagst, hier aus diesem Raum erschaffe ich und schöpfe und das bin ich wirklich. Und ich bin ein Wesen aus Energie und ich kann Energie leiten und ich kann Energie informieren. Und ich kann mit dieser informierten Energie meinen Seinszustand verändern, jegliche Materie verändern, von mir aus meinen Körper verändern, mein Bankkonto verändern, die Beziehungen zu anderen Menschen verändern. Ich kann das alles machen. Und je mehr und je mehr du das weißt, dass du diese Persönlichkeit bist, da weißt du auch, dass all diese Regeln und Bedingungen, die du dir auferlegt hast und all diese Beurteilungen von Situationen dich einfach nur einschränken. Und je mehr du das ablegen kannst für dich und sagst, ich bin der Chef, ich bin der Schöpfer, ich befehle die Regeln, nach denen ich lebe und deswegen ist es mein Universum und in meinem Universum regiere ich, weil ich es kann, weil ich es darf, weil ich dazu hier bin. Und ich regiere eben aus der höchsten göttlichen Energie heraus, weil die funktioniert und die manifestiert schnell. Die schlechten Dinge manifestieren auch, aber super langsam. Da passiert nicht wahnsinnig viel, da bleibst du einfach in dem Sumpf des Übels und des Elends und des Leidens. Da passieren schon Sachen, aber nicht so wahnsinnig schnell. Aber wenn du dich da rausholst aus diesem Sumpf, da kann das schnell gehen. Pam, 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 pam. Und du bist die Persönlichkeit, die du sein willst in dem Leben, das du sein willst und kannst dich verwirklichen und kannst dich ausdehnen und kannst einfach sagen, geil ist es hier. Ich bin so verliebt in mein Leben, weil ich mache so tolle Erfahrungen und ich teile so tolle Erfahrungen mit tollen Menschen. Und das will ich. Das ist das Einzige, was ich will und dann ist es mir egal, wie lange ich noch hier bin, solange ich das mache, lebe ich im Moment und das möchte ich für dich auch. Und wenn du dich interessierst, dabei zu sein und wirklich dir 3 Monate für dich Zeit zu nehmen und dich wirklich so auszurichten mit deinem Fokus, mit deiner Aufmerksamkeit auf das, was du willst, weil du alles andere schaffst loszulassen, diese ganze Weltlichkeit, sage ich mal, dieses Materielle, was du bis jetzt hast, dann melde dich bei mir, dann komm in die Akademie, dann sei dabei. Warum mit mir, warum nicht mit mir? Wenn du Vertrauen zu mir hast, dann mach's doch mit mir. Warum musst du Geld investieren? Weil Geld einfach dazu dient, Energieaustausch zu sein und darzustellen. Du bekommst Energie und du bezahlst dafür und gibst Energie weiter und kriegst selber wieder Energie. So ist es in diesem Leben. Wir müssen nichts festhalten, sondern wir dürfen geben und weitergeben. Und dann kommen wir auch im Fluss im Leben. Solange wir festhalten, bleiben wir stehen. Wir dürfen weitergehen. Und warum müssen wir uns so viel Zeit lassen? Es muss, wenn es keine Zeit gibt, dann muss es ja nicht lange dauern. Und wenn der gegenwärtige Moment für dich sich nicht gut anfühlt, dann hast du die Chance, den nächsten Moment schon zu einem zu machen, der sich super anfühlt. Das kannst du, das darfst du entscheiden. Und deswegen, vielleicht hast du es jetzt auch ein bisschen eilig, weil Zeit zu verlieren, das lohnt sich einfach alles nicht. Ich persönlich sage dir, wenn ich jemanden gehabt hätte, dem ich vertraue, der mich da rauszieht aus meinem Sumpf, dann hätte ich so viel Zeit gespart und so viel Geld. Und ja, das ist meine Ansicht, du musst es nicht mit mir machen, aber mach's einfach und mach's nicht irgendwann mal, sondern entscheide dich einfach jetzt, dass du für dich gehst und für dein Leben, weil es ist einfach, du musst nur diese Meditation aufsetzen und lernen zu meditieren, lernen zu kreieren und so durchs Leben zu gehen und dich nicht mehr draußen ablenken zu lassen von dem, was du wirklich bist, damit du das sein kannst, was sich gut anfühlt. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Schön, dass ihr da wart an diesem Morgen. Ich bin einfach so zeitlich, ist mir eigentlich wurscht. Gell? Man könnte denken, ja, da schaut eh keiner zu. Ich will es halt jetzt loswerden, ich will es jetzt sagen. Mein Herz brennt jetzt und deswegen danke für die Herzchen, freue mich riesig. Und ja, lasst euch führen in euren Meditationen. Ihr könnt alles machen, ihr könnt alles erschaffen. Ihr seid der Chef, der Schöpfer und happy day. Bis bald. Tschüss.